zusammen, es ist wieder soweit. Heute ist Videomittwoch, genau. Und heute ist das Thema etwas Besonderes sein. Ja, das ist eine gute Frage. Ist jeder von uns etwas Besonderes oder darf man etwas Besonderes sein? Darfst du etwas Besonderes sein? Darf ich etwas Besonderes sein? Das ist eine, wie ich finde, sehr spannende Frage. Letzte Woche war das Thema sich selbst vertrauen. Also, wie weit kann ich lernen, mir wieder selber zu vertrauen, dass so das, was ich tue und was ich mache, alles richtig und gut ist. Und wenn wir wieder lernen, uns selbst zu vertrauen, was ja auch ein Punkt ist, der bei der Selbstliebe ganz wichtig ist, kann mich ja nicht selber lieben, wenn ich mir nicht selber vertraue oder wenn ich mir nicht selber bewusst bin, dann eben die Frage, ja, sind wir etwas Besonderes oder darf ich etwas Besonderes sein? Und die meisten da draußen werden wahrscheinlich sagen, naja, ich nicht. Ich bin nichts Besonderes oder was soll Besonderes an mir sein? Was darf ich was Besonderes sein? Von der Erziehung her sind wir tendenziell eher früher dahin erzogen worden, dass wir nichts Besonderes sind. Also ich bin immer so eher erzogen mit, es ist gut, wenn du so, ja, nicht nach oben, nicht nach unten ausschlägst, also nicht besonders, nicht das schlecht, sondern so in der Mitte, so in Deutschland, Mittelschicht. In meiner Welt sind wir alle etwas Besonderes und etwas sehr Besonderes. In meiner Welt ist jeder Mensch einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig in seiner Art und Weise, in seinen Talenten, in seinem Aussehen, einfach in allem. Es gibt keine zwei die gleichen Menschen. Ja, auch Zwillinge, die oft eineiige Zwillinge sehr gleich aussehen, sind aber nicht die gleichen. Sie sind unterschiedlich, sie haben einen unterschiedlichen Charakter. Ja, vielleicht haben sie auch eine unterschiedlich vom Stoffwechsel, vom Körper. Es ist nichts das Gleiche. Kein Blatt ist das Gleiche draußen. Keine Pflanze ist die gleiche, auch wenn es die gleiche Sorte ist, sind es nicht die gleichen. Und darum sind wir schon etwas Besonderes. Wir Menschen sind alleine schon etwas Besonderes, weil so, wie wir funktionieren, wie unser Körper funktioniert, es gibt nichts auf der Welt, was so funktioniert. Nichts, das können wir gar nicht nachbauen. Also von daher sind wir schon etwas Besonderes. Sich das mal wieder bewusst zu machen, dass jeder etwas Besonderes ist. Und jeder Charakter ist besonders und die Talente sind besonders. Was sind unsere Talente? Was sind unsere Stärken? Das einmal herauszufinden. Ja, was kann ich besonders gut? Oft ist es so, und so ist es mir auch gegangen, wenn ich etwas besonders gut konnte, war es für mich nichts Besonderes, weil es war ja einfach. Ja? In der Schule ist auch wieder so spannend, wenn uns etwas leicht gefallen ist, wenn es einfach für uns war, wir hatten gute Noten, dann bekam das keine Aufmerksamkeit. Es bekamen nur die Dinge Aufmerksamkeit, die schwer war, wo wir vielleicht etwas gekämpft haben, die uns nicht so zugefallen sind. Wenn wir da nicht so gute Noten hatten oder wenn wir schlechte Noten haben, dann war immer da die Aufmerksamkeit. Es war immer die Aufmerksamkeit auf dem, was schlecht ist, was nicht gut ist, was der Mangel ist. Es war nie die Aufmerksamkeit auf das, was gut ist, was uns leicht gefallen ist. Und das ist der Irrtum. Wir dürfen uns wieder dahin konditionieren, lernen, unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir leicht machen und was wir gut machen, darauf zu legen. Nicht, dass wir unsere Schwächen stärken müssen, das ist Blödsinn. Unsere Schwächen sind unsere Schwächen, die dürfen wir akzeptieren, das ist so. Es gibt andere Menschen, die können diese Dinge vielleicht gut. Wir nicht, ich nicht, keine Ahnung. Sondern den Fokus
auf das Talent, auf die Stärken zu legen und die weiter zu stärken. Das fällt uns leicht, das macht uns Spaß, darauf diesen Fokus zu legen. Und das hat jeder, der eine hat mehr oder weniger Talente, aber es hat jeder Mensch, hat wirklich Talente. Und das Besondere ist, und das habe ich einmal gehört von Bodo Schäfer und das fand ich so besonders und das möchte ich dir heute schenken. Bodo Schäfer sagt, jeder Mensch hat Talente und diese Talente sind unterschiedlich und das ist wie ein, ja, wie ein Zahlencode an einem Tresor. Weil es gibt schon Menschen, die gleichen Talente haben, aber niemand hat die Talente, also wenn es 5 unterschiedliche Talente sind, in dieser Ausprägung und in dieser Kombination, wie du sie hast. Niemand auf der Welt. Niemand hat die gleichen Fähigkeiten und die Talente. Das ist wie ein Zahlencode an diesem Tresor. Es gibt Millionen Menschen, aber keiner hat die gleiche Kombination wie du. Und alleine das, das macht dich zu etwas Besonderem. Dass du diese Kombination aus Fähigkeiten und Talenten hast, die du mit hier auf diesen Planeten gebracht hast und die kein anderer Mensch hat. Sich das nochmal bewusst zu machen. Und dann verstehst du, dass du und jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten etwas Besonderes ist. Und jetzt darfst du einfach mal da reingehen und zu schauen, was sind denn deine Fähigkeiten und deine Talente? Was ist Besonderes an dir? Hast du eine besondere Auffassungsgabe oder kannst du etwas besonders gut oder machst du es anders, aber du machst es gut anders? Anders heißt ja nicht falsch, anders ist nur anders. Viele sind der Meinung, gerade in unserer Schule wieder, das muss so und so und so und so und so gemacht werden. Ja, du musst das so machen und das musst du so machen, das musst du so machen. Das haben wir seit 50 Jahren so gemacht und das ist der Weg und so wird er gegangen. Bullshit. Sorry, in meiner Welt Bullshit. Weil viele Wege führen nach oben. Wir können auch Ergebnisse erzielen, wenn wir etwas anders machen. Und da ist wieder das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein sehr wichtig. Sich das zu trauen, zu sagen, pass auf, ich komme an das Ergebnis, ich mache es nur anders. Und anders ist nicht falsch, anders ist nur anders. Und sich das bewusst zu machen. Und da mal wieder in sich hineinzufühlen, wie fühlt es sich an? Fühlt es sich gut an? Dann weiter, ist der richtige Weg. Fühlt es sich schlecht an, dann stopp. Nachfragen, einmal reflektieren, warum fühlt es sich nicht gut an? Oder was genau fühlt sich nicht gut an? Da spielen dann wieder unsere Gedanken eine Rolle, unsere Worte, die eben mit unserem Gefühl zusammenhängen. Und da wirklich mal sich mal Zeit zu nehmen und da mal reinzugehen und mal reinzufühlen und vielleicht sich wirklich mal hinsetzen, das empfehle ich dir. Setze dich doch einfach mal hin und schreibe mal auf, was kannst du wirklich gut. Vielleicht gibt es einen da draußen, der sagt, fällt mir nichts ein. Ja? Okay, dann schreib doch mal auf, was kannst du nicht. Wenn du aufschreibst, was kannst du nicht, dann fällt dir auch ein, was kannst du. Und schreib mal wirklich alles auf, gerade die Dinge, die dir leicht fallen, die du ganz leicht und einfach erledigt kriegst, die dir Spaß machen. Was macht dir Spaß? Und wenn es dir Spaß macht, kannst du es gut? Meine These ist ja. Oder vielleicht darfst du es noch ein bisschen üben. Oft ist es so, dass wir dann auch mal etwas machen, etwas ausprobieren. Es macht schon Spaß. Und wir bekommen ein Feedback, was wir vielleicht nicht haben wollen. Was viele Menschen draußen machen, ist, dass sie einfach dann aufhören. Dass sie einfach nicht an sich glauben, nicht das Selbstvertrauen, nicht das Selbstbewusstsein zu haben, das einfach mal
über einen längeren Zeitraum zu üben. Weil bei vielen Sachen ist es auch die Übung, die es noch besser macht. Ja? Wenn ihr auch die Profis seht, egal ob ihr einen Profifußballer nehmt oder ob ihr einen Musiker nehmt, dem macht es Spaß, aber dennoch muss er üben und er übt viel. Ein Fußballer trainiert sehr viel. Natürlich ist er gut, er hat dieses Talent mitgebracht, aber er übt auch viel. Er trainiert, ja, diese berühmt-berüchtigten 10.000 Stunden. Hast du das, was dir Spaß macht, schon 10.000 Stunden lang geübt? Wenn nicht, probier es mal. Fang an. Das ist das, was uns jeden besonders macht. Bitte, bitte reflektier das nochmal und überleg dann nochmal nach, was deine Kombination aus Talenten und Fähigkeiten, die du besitzt, ist wie ein Zahlencode an einem Tresor. Und den einzelnen Zahlencode, den gibt es nur ein einziges Mal auf diesem Planeten und das bist du. Und deshalb bist du etwas ganz Besonderes. Werde dir dessen bewusst. Und fühle dich auch besonders. Das ist total okay, weil auch das ist ein Schritt in die Selbstliebe. Wenn wir uns selber lieben, dann erkennen wir, dass wir einzigartig sind, dass kein anderer Mensch auf dem Planeten so ist wie wir selber. Es mag der ein oder andere Ähnlichkeiten haben, es mag bei dem einen oder anderen Parallelen geben, ja, aber wir sind einzigartig. Jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten. In diesem Sinne danke ich dir wieder von Herzen fürs Zuhören und an dieser Stelle bitte, 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 wenn es dir gefallen hat, like es, kommentiere es sehr gerne oder teile dieses Video. Dafür danke ich dir von Herzen und ich wünsche dir eine traumhafte Woche, bis wir uns wiedersehen nächste Woche zum Videomittwoch. Danke dir. Bis dahin eine schöne Zeit, deine Sandra.